Salut Leute, wir zeigen heute eine gefüllte Rotkohl-Roulade. Dazu servieren wir unser Klöße und einen leckeren Rotwein und das Ganze sieht dann so aus. Für die Rotkohl-Roulade brauchen wir natürlich einen Rotkohl zuerst mal. Die Füllung. Dafür haben wir Grünkern geschrotet, dann ganz normal Zwiebeln, Möhren, Sellerie, Petersilie mit rein, Senfkörner, passen besser wie gemahlenen Senf, kann man aber natürlich auch nehmen, also normalen Senf, ein bisschen Öl zum Anbraten, Salz, Pfeffer, ist klar, eine Gemüsebrühe, damit wir den Grünkern gar kriegen, einen vegetarischen Schmorfond haben wir, der Link dazu, wie das geht, haben wir unten noch in der Infobox drin, haben wir ganz am Anfang mal gezeigt, eigentlich ganz einfach. Und wir haben dazu einen ganz herrlichen Blaufränkisch aus dem Burgenland, den wir auch als Weinempfehlung dann haben. Wir starten mit dem Rotkohl. Da müssen wir erstmal ein paar Blätter ablösen, sonst können wir ja keine Rouladen daraus herstellen. Das heißt, wir schneiden unten den Stiel ab. Die alten Blätter hatte ich schon mal befreit, ne? Das ist dann schon mal. Und dann müsst ihr sie halt vorsichtig versuchen hier rauszubrechen. Ist gar nicht so einfach immer beim Rotkohl. Bei Würsing ist das dann wesentlich einfacher. Ne, muss man gucken, ein bisschen rumgehen. Wenn er ein bisschen einreißt, das ist überhaupt nicht schlimm. Der wird jetzt zusammengerollt. Ne. Da kommt er. Da kommt er. Okay. Und die Blätter kommen jetzt erstmal für 10 Minuten in kochendes Wasser. Ne? Ich zeige mal noch eins. Gucken, was hier gelöst ist. Das ist immer erstmal wichtig, dass es hier freigeschnitten ist. Dann geht man hier am Rand, löst das ein bisschen ab. Am besten holt man sich dafür wirklich einen großen Kohlkopf. Dann ist das auch ein bisschen einfacher. So. Ablösen und in sprudelndes, kochendes Wasser 10 Minuten blanchieren, nennt man das. Wobei das 10 Minuten kochen ist schon mehr wie blanchieren. Der Rotkohl hat jetzt 10 Minuten geköchelt. Jetzt holen wir ihn raus. Erstmal einfach raus damit. Hoppala. So, wichtig ist halt, dass er so weich ist, dass man ihn verarbeiten kann, ne? Damit wir die Rosen drehen. In vielen Kochbüchern steht jetzt in Eiswasser legen. Das ist auch richtig, wenn wir große Mengen verarbeiten. Bei diesen kleinen ist das wirklich nicht vonnöten. Jetzt geht es an die Füllung. Etwas Olivenöl in den Topf rein. Und unser Gemüse Brunoise. Erstmal anschwitzen. Jetzt kommt Grünkernschrot hinein und unsere Senfkörner. Einmal umrühren, mit Gemüsebrühe auffüllen, einmal kurz aufkochen lassen und dann 10 Minuten quellen lassen. Okay, die Füllung ist durchgequollen, das heißt gar, jetzt kommt die Petersilie hinzu. Einmal durchrühren. Und dann geht es ans Füllen. Dafür die Kohlrouladen. Also die Rotkohlblätter. Ein bisschen trockener gelegt. Jetzt schneiden wir den harten Stielansatz raus. Genau der Rippe nach ungefähr. Ne? Zunächst vergeuden. So. Drücken das wieder so ein bisschen zusammen. Kommt hier schön Esslöffel von der Füllung rein. Naja, oder anderthalb. Ein bisschen was muss ja auch rein. Dann werden die Außenblätter rumgelegt. Wie im Prinzip bei einer Rinderroulade zusammengerollt. Es geht so ein bisschen versuchen, dass es ein bisschen stramm wird. Dann setzen wir das in eine feuerfeste Form ein. Eine zeige ich noch.
entlang die Papageien, die haben wieder Hunger. Und so, Stiel raus. Hinlegen, versuchen so ein bisschen zusammenzudrücken wieder. Von der Füllung was rein. Außenblätter randrücken, also überlappen lassen. Dann kann die Füllung einfach nicht entweichen, das ist der Hintergrund. Und zusammenrollen. Wichtig ist auch so rumzurollen und nicht andersrum. Das hat einen ganz einfachen Grund. Jetzt haben wir das Außenblatt, also die Spitze des Blattes, verschließt das Ganze. Dadurch ist es geschlossen. Andersrum hätten wir halt hier einen leichten Einschnitt. Jetzt kommt die Soße dran. Und zwar die Soße haben wir ja einmal in Schmorfond, einen vegetarischen Schmorfond. Im Prinzip eine braune Soße, einfach vegetarisch hergestellt. Die peppen wir nochmal auf mit unserem Blaufränkisch. Der Blaufränkisch, den haben wir wieder von Ludwig von Kapf geschenkt bekommen. Ist aus dem Burgenland. Hat so eine leichte Säure, passt dadurch wunderbar zu Rotkohl. Also eine super Ergänzung. Link ist unten wieder in der Beschreibung drin. Und auch im Rezept auf der Homepage natürlich. So, einmal durchmischen. Rotkohl angießen. Und bei 180 Grad in den Backofen. Die Rotkohlrouladen waren jetzt 40 Minuten im Backofen. Zwischendurch müsst ihr sie immer wieder übergießen. Rotkohlrouladen sind natürlich relativ empfindlich in ihrer Natur und können leicht verbrennen. Dadurch ist das wichtig. Auch ich habe die auch relativ weit unten geschoben, als unterste Schiene unten rein. Ihr könnt sie auch ganz auf den Boden stellen, aber dann bitte nicht in der Glasform. Oder manche Glasformen können, das müsst ihr gucken, was ihr zu Hause habt. Wir servieren die dann zusammen mit unseren Klößen und unseren leckeren Rotwein. In dem Sinne, bon appetit wünsche ich euch, euer Bio-Koch, und ich wünsche euch eine schöne Weihnachten.